Aber das ist alles noch nicht ganz raus. Das ist erstmal so ein bisschen Zukunftsmusik. Wir wollen jetzt aber nichtsdestotrotz erstmal ein Gerät bauen. Und zwar den Coke Oven zum zweiten Mal. Dafür muss ich erstmal gucken, was wir da brauchen. Okay, wir brauchen Clay, wir brauchen Bricks und wir brauchen Sandstone. Entschuldigung. 27 Blöcke, 28 kriegen wir raus. Oh, nee, ne? Wie ich das immer hasse. Na gut, jetzt brauche ich auch nicht mehr pennen gehen, jetzt wird es eh Nacht. Achso, warte mal, ich werde mal, da ich jetzt hier wieder rumlaufe, Video-Settings, die werde ich mal wieder ein bisschen runtersetzen. Ah, einfach zur Schonung der Frames per Second. Haben wir denn überhaupt noch irgendwie irgendwo Clay? Oh. Und davon haben wir auch noch ein paar. Viel zu wenig. Also doch die Nacht überspringen. Ein bisschen Clay besorgen. Vielleicht noch ein bisschen Clay durchbrennen. Mir fällt da gerade was ein. Deswegen bin ich hier gerade mal so wie so ein Huhn ohne Kopf rumgelaufen. Ich hatte mal so ein Teil aus Bibliocraft gebaut. Da wusste ich nicht so recht, was das ist und was das kann. Das habe ich... Ist aber irgendwie verschwunden. Das ist bestimmt verschwunden, als Klaus diesen Server-Crash, diesen Riesen-Server-Crash da verursacht hatte. Falls man sich noch dran erinnert, mit falscher Version eingespielt und... Ach komm, hör mal auf. Ich nehme es ihm ja nicht übel, das kann ja jedem mal passieren. Ne, sowas passiert halt beim Toben. Clay wollte ich holen. Musste eben gerade echt schon wieder überlegen, was ich jetzt wollte. Und ich glaube, wir müssen auch mal in den Zaun mal so ein paar Gates einbauen. Und eine Cobblestone Road wollten wir auch nochmal fertig machen. Haben wir auch noch nicht gemacht. Ne, aber ich denke mal, so an einigen Stellen, hier jetzt nicht unbedingt, so an ein, zwei Stellen könnte man, denke ich, schon irgendwie mal klasse Gate einbauen. Schon wieder 4 Eier. Yay. Zack, 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 zack. Ja, komm, ist egal. Lassen wir erstmal offen. Weil ich denke mal schon, dass wir beim Tageslicht wieder zurückkommen werden. So, das hier ist noch alles. Nee, das ist schon, das ist 1/4er Welt. Ich wollte gerade sagen, das ist alles hier noch alte Welt, aber das stimmt ja gar nicht. Das ist ja gar nicht richtig. Das wäre ja voll gelogen, wenn ich das jetzt gesagt hätte. Ach, hier war Kacke, erinnere ich mich. Wir sind in einer der ersten Folgen, als Immersive dabei war, dazu kam. Nicht dabei war, als Immersive Engineering dazu kam, sind wir in diese Richtung gegangen und ich meine, da war noch jede Menge Clay. So, das da unten will ich jetzt nicht unbedingt rausreißen. Guck mal, hier so ein Pilz. Machst du ein Block-Update, ist da Feierabend. Das finde ich aber schon ein bisschen geckig gerade. Deswegen lasse ich das einfach mal so. So. Ja, Immersive Engineering. Den Mod, den habe ich ja, beziehungsweise den Modmacher. Beide Modmacher. Ist ja irgendwie so ein Duo. Den folge ich so ein bisschen bei Twitter. Und schauen wir mal so an, was sie da im Moment so veranstalten. Was sie da so für Neuerungen in Immersive Engineering einbauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nicht mal den Dieselgenerator hier stehen und die hauen da jetzt schon irgendwie so einen neuen Reaktor raus. Ja, kann man mal machen. Weiß ich nicht so recht, was ich davon halten soll. Weil auf der einen Seite sehe ich in Immersive Engineering noch ganz viele Fehler drin oder aktuell ziemlich viele Fehler drin. Und auf der anderen Seite, die hauen da schon irgendwelche Reaktoren rein. Also das ist irgendwie so dieses Lied des Programmierers, ne? Hier so wegen fix XY-Codes und generiere XY-neue Fehler-Codes. Code, keine Kacke, Code. Ja, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. So, nochmal gestärkt und dann würde ich sagen, kicken wir hier mal. Hier ist ein etwas größerer Bach. Ach, hier, was haben wir hier? Ne, ist ein Wintery Hive. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern, um die Kackbienen, Junge. Das machen wir mal irgendwie in einem Livestream. Apropos Livestream, naja, der wird jetzt wahrscheinlich für euch schon mal rausgekommen sein. Den hatte ich ja beim letzten Mal lokal tatsächlich gespeichert bekommen.
habe ich mich ein bisschen im Internet belesen und habe ein bisschen nachgeforscht, was geht nicht. Und ja, ich habe da dann halt Programm gefunden oder halt eine Seite gefunden, womit ich eben in Source-Qualität oder wie sich das nennt, das Video halt runterladen konnte von dem einen Livestream, den ich mit Klaus gemacht habe. Den bin ich nur noch nicht zugekommen zu bearbeiten, weil da hatte ich ja schon gesagt, da habe ich ein paar neue Follower bekommen. Und dann gibt es ja immer den berühmten Slayer-Hype. Und der Slayer-Hype, der würde wahrscheinlich zu einem Strike führen. Weil so von wegen Content-Treffer. Naja, obwohl, was heißt, das wäre ja kein Content-Treffer in dem Falle mehr. Das wäre in dem Falle ja ein purer böser Strike. Und sowas will man als YouTuber ja tunlichst vermeiden. So, weiter geht es weiter. Oh, 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 nicht hier ersaufen, Keule. Das lassen wir mal lieber. Das müssen wir mal lieber unterlassen. Jetzt müssen wir nur gerade überlegen, wie viel Stacks ich eigentlich brauche. Ich glaube so um die 8 Stacks oder so. Kann das sein? Ja, Sandstone, den wir da ja brauchen, das ist ja kein Problem, den herzustellen. Wenn wir genug Sand im Keller, da sollte schon was gehen. Lass mich mal einmal gucken hier. Ne, ist verkehrt. Genau. Coke. So. Suche er zu. Scherge. In dem Moment, in dem ich suche, verbraucht mein Rechner mal locker 10%. Also nach dem diesem Windows-Applet, das es da ja gibt, für Windows 7, verbraucht mein PC plötzlich 10% mehr an CPU und Arbeitsspeicher. Finde ich irgendwie godlike. Ja, brauchen wir nicht ganz 4 Stacks. Nee, 4 Stacks stimmt gar nicht. Was rechne ich denn da gerade? Das ist ja völliger Blödsinn. Ach, noch nicht mal. Da haben wir ja schon eigentlich mehr als genug. Kommen ja jedes Mal 2 Stück von raus. Ja, ich rechne gerade. Also nur falls einer gerade sich wundert, dass ich nicht spreche. Ich habe gerade rumgerechnet, aber wie so häufig, ich bin mal wieder zu keinem Ergebnis gekommen, weil Mathe ist und bleibt für mich halt ein Arschloch. Was ein Glück, dass ich mich hier auch ein bisschen auskenne. Wenigstens ein bisschen. Und die Wege wenigstens so ein ganz klein bisschen kenne. Ach, guck mal hier. Oh, Mann, auf dem Baum. What? Wo? Warum? Unter mir. Höhle? Hier ist eine Höhle. Oh, Eisen. Kupfer. Ja, stimmt. Hier ist eine Höhle. Die könnten, müssten, sollten wir durch den Keller rankommen. Die ist ja auch noch nicht 100% ausgeleuchtet. Ich weiß nicht, mündet die nicht sogar in der Spalte? Irgendwie? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wo ich mir gerade sicher bin, dass es hier einen Weg hoch gibt. Da bin ich mir gerade absolut sicher. Genau. Hoch ja, aber runter nicht. Wieso, runter kommen sie doch alle. Genau, und hier meine ich, wenn man hier unten irgendwie weitergeht, dann kommt man da auch irgendwie, ne? Wisst ihr schon. Guck mal, hier ist auch noch alles unausgeleuchtet. Oh ja. Mhm. Ah ja. Nun gut. Wir wollen aber nichtsdestotrotz hier irgendwie mal ein Loch in der Wand schlagen und dann noch das zweite Loch flicken. Sag mal, sind die jetzt eigentlich an oder aus? Aus. Hm, komisch. Okay. Ja, was war bei der Cobblestone Road? Was war da das Problem? Ich glaube, wir hatten keinen Cobblestone mehr, ne? Wir brauchen da, glaube ich, so unglaublich viel Cobblestone. Kann das sein? Müssen wir gerade gucken hier. Kobble. Weil das könnten wir auch mal wieder in Angriff nehmen. Den Weg mal fertig machen. Wieso eigentlich Cobblestone? Das stimmt gar nicht. Ich meine, das Ding heißt Gravel Road.
Wo haben wir denn jetzt was davon? Wo haben wir etwas davon? Gravel Road. Okay, das sieht doch. Die alte Gravel Road. Ah ja, genau. Stone Brick Slabs und Gravel Bricks. Oh ja, das könnte... brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Ich muss mal gerade hier links auf mein Handy gucken. Wieder was für mich? Check ich gerade nicht. Ja, weil meine Frau wollte sich nämlich melden, wenn die von ihrem DRK-Kram da fertig ist. Ne? Und nicht, dass ich hier wieder zu lange aufnehme und so weiter. Denn anstelle nach einer Stunde wirklich zu sagen, so reicht dann jetzt, haut er wieder voll auf die Kacke und muss hier schon wieder ewig lange mehr machen. Also ich bin schon wieder bei 1,5 Stunden, das ist in Ordnung. Ich werde auch schon wieder so ein bisschen redselig, also ich mag schon wieder nicht so recht so... so richtig ein erzählen und so weiter. Habe ich ja dann irgendwann ab und an. Oh, hier 16 Stück. Machen wir mal 32 davon, ist ja egal. So. Und dann brauchen wir ja eigentlich nur den ollen Creosote-Apparat hier hinbauen. Oh. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Der ist ja nur verschwunden. Ein Hammer und ein Buch habe ich mir ja neu besorgt. Also das hatte ich, glaube ich, auch wirklich nur besorgt. Bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. So und so und so und so. Und einmal so. Ich glaube, das reicht schon fast, ne?